Die SPD hat groß gefeiert Ende Mai und zwar nicht weniger als ihren 160. Geburtstag. Manche Stammwähler hätten sich im Rahmen der mehrtägigen Festivitäten sicher auch ein paar klassische SPD-Themen in den Rednermanuskripten gewünscht. Doch die gab's wie gewohnt bei der SPD 2.0, allenfalls in Fußnoten. Ich finde, da darf man nicht zu streng sein mit den führenden Genossen. Wenn ein Mann wie Olaf Scholz sich nicht mal mehr erinnern kann, was er letzten Sommer getan hat, wie soll er sich dann erinnern an die Kernanliegen der Sozialdemokratie von vor 160 Jahren? Na, das geht nicht. Anlässlich des runden Geburtstags seiner Partei hat SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert ein total hippes YouTube-Video aufgenommen. Seine Botschaft darin: Unsere SPD wird unfucking fassbare 160 Jahre alt. Unfucking fassbar. Das will wahrscheinlich Jugendsprech sein. In Wahrheit ist es Juso-Sprech. Und die Strichzeichnung oben im Video sieht für mich weniger wie eine Geburtstagstorte aus, sondern eher wie die Titanic. Unfucking fassbar, sagt Kühnert. Sein Video führt 16 Gründe auf, der SPD beizutreten. Einer davon: Man darf bei der SPD ganz unbefangen sogar den Kanzler duzen. Also ich könnte das nicht, dieses Duzen. Mir ist die Wahrung einer gewissen Etikette wichtig. Sollte ich den leibhaftigen Kevin Kühnert jemals persönlich kennenlernen, so würde ich ganz höflich sagen: Guten Tag, Sie Arschloch. Kevin Kühnert ist qua Qualifikation quasi ein Klassensprecher der aktuellen Politikergeneration. Nix gelernt, nix geleistet, nie richtig gearbeitet, aber dauernd auf der Mattscheibe und ein Konto voller Geld. Sowas schaffst du nur in der Politik. Oder in der Pornoindustrie. Anpacken, statt nur von der Seite zugucken. Bevor ich nun verklagt werde, Herr Kühnert war laut Selbstauskunft mal neben dem Studium in einem Callcenter tätig. Vorübergehend. Unregelmäßig. Mitarbeiter in Callcentern erlernen bekanntlich die Fähigkeit, auf Knopfdruck Fragen zu beantworten mit auswendig gelernten Phrasen. Da machte sich erstmals das politische Talent des Kevin so richtig bemerkbar. Vielleicht denken nun einige: Moment mal, der war im Callcenter neben dem Studium? Na, dann hat er doch studiert. Nun, wenn meine Mutter früher über jemanden sagte, der hat studiert, dann durfte man davon ausgehen, dass dieser jemand an der Uni wenigstens ein paar Scheine erworben hat, vielleicht sogar eine Prüfung bestanden. Herr Kühnert aber hat natürlich keinen Abschluss, der war einfach irgendwo eingeschrieben. Vermutlich, weil man mit Studentenausweis kostenlos Bus und Bahn fahren kann. Ich weiß, wovon ich rede. Kevin Kühnert wurde bundesweit bekannt als Hauptmann der Jungsozialisten, denen er, soweit ich weiß, noch immer angehört. Mit 34. Wissen Sie, bis zu welchem Alter Sie noch Mitglied der Jusos sein können? Bis zur Vollendung des 36. Lebensjahres. Gehen Sie mal als Mitte-30-Jähriger zu Ihrem örtlichen Tennisclub und sagen Sie dort: Hallo, ich möchte hier am Jugendturnier teilnehmen, geht das? Falls der Clubpräsident zufällig SPD-Mitglied ist, dann sagt er wahrscheinlich: Kein Problem, sehen Sie da vorne den Typen mit dem grauen Bart? Das ist Ihr Erstrundengegner. Kevin Kühnert gehört zur ersten Riege der SPD 2.0 und das wird so bleiben. Lange. Aber nicht für immer, da lege ich mich fest. Als Abgesandter aus Willis Callcenter hat Genosse Kühnert genügend Gelegenheiten, um Seilschaften zu knüpfen mit Entscheidungsträgern und Meinungsmachern. Und diese Seilschaften machen ihn irgendwann doch noch höchst interessant für die freie Wirtschaft, in welcher er unter normalen Umständen niemals einen guten Job finden würde. Denken Sie an meine Worte. Wenn Kevin Mitte 50 ist, dann kommt ein schickes Angebot von irgendeinem großen DAX-Konzern. Und wird ihm sagen: Herr Kühnert, wir hätten Sie gern als Führungskraft. Aufsichtsrat, Vorstand, Berater, völlig egal. Sie haben auch keine Anwesenheitspflicht. Es geht uns allein darum, Sie als Führungskraft führen zu dürfen. Hier ist Ihr Vertrag. Das Jahresgehalt tragen Sie unten bitte selbst ein. Doch ich erlaube mir zu sagen, alles unter 1 Million pro Jahr würde uns beleidigen. Kühnert wird unterschreiben und die Politik verlassen, spätestens mit Mitte 50. Natürlich nur, um auf neuem Gebiet für die Menschen etwas erreichen zu können. Kritische Fragen dazu auf einer Pressekonferenz? Wer soll die in 20 Jahren noch stellen? Wenn es so weitergeht wie bisher, dann werden schon bald die letzten verbliebenen regierungskritischen Journalisten hierzulande nur noch 2 Publikationsorgane haben. Die für sie zuständige Obdachlosenzeitung oder das Gefängnismagazin. Fazit: Ein Kühnert macht Karriere. Leute wie Thilo Sarrazin, Gerhard Schröder oder sogar Oskar Lafontaine sind unerwünscht. Das ist die SPD 2.0, deren zentrale Aufgabe laut einer jungen Genossin heute sei,
marginalisierte Gruppen mitzunehmen. Fast hat man den Eindruck, dass die SPD sich längst für ihre einstigen Stammwähler schämt und nicht mehr zuständig fühlt. Fragen Sie mal ein junges SPD-Mitglied, wer war Ferdinand Lassalle? Wahrscheinlich glauben die meisten, Ferdinand Lassalle sei der Künstlername einer Transe von der Reeperbahn. Vielleicht war Kühnerts Wortwahl doch gar nicht so schlecht. Was aus dieser Partei geworden ist, das ist wirklich unfucking fassbar. Alles Gute. Unterstützen Sie unsere Arbeit und abonnieren Sie unser hochwertiges Politik-Spezialmagazin. Das erscheint mindestens 10-mal im Jahr und wird Ihnen dann per E-Mail als PDF zugestellt.